Wofür bist du angetreten? Viele Menschen haben ihr Leben gegeben, haben alles gegeben, haben mit ihrem Schaffen und ihrem Werk einen Beitrag dazu geleistet, dass nicht nur sie selbst, sondern alle vorangekommen sind. Sie haben dafür gesorgt, dass die Menschheit nun da steht, wo sie steht, wo auch immer das ist. Es waren grob 100 Milliarden Menschen, die mit den Worten angetreten sind, dass es ihren Kindern einmal besser gehen soll. Das sind 100 Milliarden Träume von Menschen, von denen knapp ein Zehntel noch lebt und deren Traum immer noch geträumt wird. Aber 9 Zehntel, also 90 Milliarden Menschen, haben ihren Traum zu Ende geträumt und sind gestorben. Das sind 90 Milliarden Gräber, auf denen wir täglich bewusst oder unbewusst wandeln. Das ist eine 90-milliardenfache Verantwortung. Denn die meisten dieser Menschen sind einmal dafür angetreten, die Welt voranzubringen, sie besser zu hinterlassen, als sie sie vorgefunden haben. So lautet nun meine Frage an dich: Wofür bist du angetreten? Warum bist du hier auf dieser Erde? Was willst du bewegen? Was hat die menschliche Schöpferkraft schon alles bewegt? Die Kriege, die geführt wurden, aus welchen Überzeugungen heraus auch immer. Die Länder, die erobert und besiedelt wurden. Die unendlich vielen Lebenswerke, die geschaffen wurden. Die Bibel, die Erzählungen aus Tausend und einer Nacht, Dantes göttliche Komödie, Robinson Crusoe, die Leiden des jungen Werthers und Casanovas Geschichten. Moby Dick und Alice im Wunderland, die Buddenbrooks und der Steppenwolf, Kafkas Schloss und Don Quixote. Die Gestirne, die erkundet wurden, die Mona Lisa, die gemalt wurde, der David, der herausgemeißelt wurde, die Pyramiden, die errichtet wurden, die chinesische Mauer, die Golden Gate Bridge, das Taj Mahal, der Eiffelturm, die Freiheitsstatue, der Petersdom, das Kolosseum, die Tempelanlage Angkor Wat, der Potala-Palast, der Dogenpalast, der Burj Khalifa und sogar das Hofbräuhaus. Was wäre unsere Welt, wenn es die handwerkliche Schöpferkraft nicht gäbe? Keine Häuser, keine Räder, keine Maschinen, keine Werkzeuge. Es gäbe nichts. Rein gar nichts. Schau auf all das, was Handwerk, Wirtschaft, Wissenschaft und die Kunst erschaffen haben. Und die Menschen, die dahinter standen, Sokrates, Leonardo da Vinci, Mahatma Gandhi, Aristoteles, Winston Churchill, Nelson Mandela, Alexander der Große, John F. Kennedy, Genghis Khan, Albert Einstein, Jeanne d'Arc, die Beatles, Steve Jobs, Karl der Große und Jesus Christus. Nicht zu vergessen all die Ungenannten oder Unbekannten. Und vor allem deine Vorfahren. Und auch, wenn du sie nicht kanntest, sie hatten ihre Träume. Deine Großeltern, dein Opa, deine Oma, dein Vater und deine Mutter. Und jetzt du. Du mit all den Menschen und deinen Vorfahren, die nun hinter dir stehen, kraftvoll hinter dir stehen. Du bist kein Solitär. Du kannst zwar tun und lassen, was du willst, aber du darfst, da du nun auf den Schultern von Riesen und nun vor allen Generationen stehst, dein Leben nicht einfach vorbeiziehen lassen. Darum überlege gut und sei ehrlich zu dir selbst. Was willst du anfangen mit deinem Leben? Wofür stehst du? Wo stehst du? Wofür hast du dich auf den Weg gemacht? Hast du dich auf den Weg gemacht? Auf deinen Weg gemacht? Was willst du schaffen und erreichen? Was ist wirklich, wirklich wichtig für dich? Worauf darf, soll, wird, ja muss sich dein Fokus richten? Bist du eines Morgens aufgewacht und hast festgestellt, dass du gar nicht mehr das Leben lebst, für das du einst angetreten bist? Hast du vergessen, wovon du als Kind geträumt hast? Wie sehr du die Welt verändern wolltest, bevor die Welt dich verändert hat? Wie oft hast du an Flughäfen oder Bahnhöfen die Sehnsucht oder deine Träume mit auf Reisen geschickt,
bist aber selbst zu Hause geblieben. Trenne dich nie von deinen Illusionen und Träumen, denn wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben zu leben. Hast du in deinem Leben genug getanzt, genug Spaß gehabt? Du hast dir als Kind versprochen, etwas aus deinem Leben zu machen. Und nun läufst du Gefahr, dich selbst zu enttäuschen. Zweifle nicht an dir und zweifle niemals daran, dass eine Person oder eine kleine Gruppe von Menschen die Welt verändern kann. Es ist das Einzige, was bisher funktioniert hat. Denn nun bist du dran. Gib deiner Sehnsucht nach, lass dich von ihr führen, drum lebe mit all deinen Träumen, Ängsten und Wünschen. Worauf wartest du noch? Die Party hat längst begonnen. Mach dich auf den Weg, auf deinen Weg.